Die Bauten der neuen Heimat gerieten umso mehr in Kritik, je größer die Projekte wurden. Also die Großsiedlungen Ende der 60er Jahre wurden sicher anders beurteilt wie die Siedlungsbauten wie Hamburg-Unna, Kamp, Kassel, Eufeld oder Parkstadt in Münden-Bogenhausen. Diese Siedlungen, die noch dem Prinzip der Gartenstadt folgten, mit großen freien Flächen, niedriger Bebauung, nur einzelne mehrgeschossige Bauten. Das heißt, es waren Siedlungen, die ein sehr starkes Gegenbild darstellen sollten. Damit warb die neue Heimat auch. Also ein Gegenbild zum Wohnen in den bis in die 50er Jahre noch immer kriegszerstörten Städten, dunkle Gassen, muffige Häuser, schlechte sanitäre Einrichtungen, oft immer noch keine Einbauküchen und so weiter. Also die neue Heimat warf damit den Menschen der Nachkriegszeit, den jungen Familien, den Arbeiterfamilien, quasi auch das Heilsversprechen der 50er Jahre, also des Wiederaufbaus der Städte mit trugen, auch mit ihrer Arbeitskraft mit trugen, denen eine Wohnung zu bieten, und zwar eine helle, freundliche, gesunde Wohnung mit Kinderzimmern und Standardeinrichtungen, mit Küchenausstattungen, in denen die Familien nach vorne gucken könnten. Also ein Teil des Demokratisierungsprozesses, der vor allem von den Alliierten durch Re-Education-Programme auch gefördert wurde, war auch das Wohnraum schaffen für Familien, die in die Zukunft und vielleicht nicht unbedingt zurückblicken sollten. Die Kritik an den Großsiedlungen in den 60er Jahren ist sicher auch an einen sehr starken und schnellen Wandel der Gesellschaft geknüpft. Das heißt, während in den 60er Jahren die Stadtplaner noch für berechenbare Familien, also Vater, Mutter, Kind planten, brachte die 68er-Bewegung einfach Familienmodelle mit sich, mit denen die Stadtplaner zum Teil einfach auch noch gar nicht gerechnet hatten. Das war ein Grund, warum die Großsiedlungen auch vielleicht nicht glückten, weil die Bedürfnisse des Menschen vielleicht ohnehin nicht abgefragt wurden und wenn, vielleicht nicht mehr tagesaktuell waren. Denn eine Siedlung zu bauen, zu verwirklichen, bedarf ja eines großen Zeitraums, mindestens eines Jahrzehnts, und in dieser Zeit hatte sich einfach sehr viel entwickelt. Die Kritik an die Großsiedlungen knüpfte aber auch an den Zustand an, dass der Wohnungsbedarf natürlich in den späten 60er, 70er Jahren nicht mehr so hoch war wie in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Also 1973 war ganz Bundesdeutschland auf dem Höchstpunkt dieser Stellung des Wohnungsbaus und vor allem des sozialen Wohnungsbaus, der seitdem auch nicht mehr annähernd erreicht wurde. Mit der Ölkrise dann 1973 gab es einen enormen und extremen Wandel. Viele der Großsiedlungen waren noch nicht, der Trabantenstädte waren noch nicht fertiggestellt, als die Ölkrise einen enormen Einbruch mit sich brachte. Das heißt, auch wenn bestimmte Bauabschnitte, bestimmte Teile von Städten, wie zum Beispiel jetzt auch in Neuperlach, schon errichtet waren, wurden bestimmte andere Arbeiten zurückgestellt, wie zum Beispiel die Zentren zu bauen, die U-Bahn-Anschlüsse, die Nahverkehrsanbindungen kamen später als ursprünglich geplant, wie auch immer. Und so entstand auch dieser Begriff der Wohnsilos, also von Städten, in denen man nicht lebt, sondern nur wohnt, wo man nichts anderes machen kann. Die Städte waren oft weit außerhalb der Großstädte, wie gesagt, mit geringerem Angebot. Es gab sehr viele Übergriffe von Jugendlichen, die Briefkästen anzündeten, Mülltonnen, die randalierten. Also die sozialen Probleme, die auch von der neuen Heimat selbst auch dokumentiert wurden. Die neue Heimat schaute nicht weg, die neue Heimat versuchte daraus Konsequenzen zu ziehen. Sie setzte auch Sozialarbeiter ein, sie versuchte die Bewohner zu beteiligen,
zum Teil schon an den Planungsprozessen, zum Teil aber auch in der Quartiersentwicklung. Also es gab verschiedene Ansätze, nur waren die im Verhältnis zur Größe der Probleme sehr marginal. Denn man muss auch bedenken, dass die meisten der Großsiedlungen bis zu 90% Sozialwohnungen beinhalteten, was bedeutet, dass es keine starke Durchmischung in der Gesellschaft gab, sondern dass es Problemfelder gab, die vielleicht ein anders gearteter Städtebau hätte vielleicht einfach dieselbe Kritik hervorgerufen. Dennoch, die Planer gingen davon aus, dass die Gesellschaft gestaltbar ist. Das ist was, was sich im Städtebau von den 50ern bis in die 70er Jahre durchzieht. Das heißt, eine Gesellschaft formbar durchs Wohnen. Das ist was, was heute auch immer wieder diskutiert wird. Es gab den Soziologen Alexander Mitscherlich, die Unwirtlichkeit unserer Städte. Der Soziologe Mitscherlich wurde, je mehr Kritik es an den Wohnungen gab, auch hinzugezogen. Er war mit im Beraterstab für die Großsiedlung in Heidelberg-Emmertsgrund. Er hat auch in der Zentrumsplanung von Neuperlach als Berater mitgewirkt. Doch inwiefern tatsächlich welche Tragweite die Ideen der Soziologen damals auch wirklich bewusst mit aufgegriffen wurden oder man nicht einfach nur auch nach außen ein gutes Bild abgeben wollte, indem man Soziologen mit hinzuzieht, das ist halt zur Diskussion gestellt.